Hallo und herzlich willkommen zum Februar-Monatsvlog. Ich dachte, ich starte dieses Video mal ein bisschen anders als die letzten Monatsvlogs. Heute ist der 3. Februar und der 3. Februar, beziehungsweise manchmal der 2. Februar, ist Setsubun in Japan. Das ist ein Fest, wo so ein bisschen der Frühlingsanfang gefeiert wird. Ja, Anfang Februar. Und vor allen Dingen geht es auch so ein bisschen darum, die bösen Geister des letzten Jahres halt rauszutreiben. Und wir gehen gerade zu einem Schrein bei uns in der Nähe, um uns das mal ein bisschen anzugucken. Wir hatten keine Lust, zu irgendwelchen größeren Schreinen oder Tempel zu gehen, um da irgendwie wieder an überfüllten Festivals teilzunehmen. Deswegen gucken wir uns das mal so ein bisschen lokaler an. Also wir haben jetzt ganz viele Süßigkeiten bekommen. Ich habe nicht so viel gefilmt, weil es waren echt wenig Leute da. Und wenn es sehr, sehr wenig Leute sind, dann finde ich es immer so ein bisschen zu intim, um zu filmen. Was sie prinzipiell gemacht haben, war, dass sie einmal, ich glaube, eher so ein bisschen demonstrativ Bohnen geschmissen haben. Auf der Webseite stand irgendwie auch, dass sie aus Covid-Gründen das nicht wie normalerweise durchführen. Das heißt, die Leute, die zum Schrein gehört haben, haben einmal Bohnen geschmissen, einmal in die eine Richtung und dann in die entgegengesetzte Himmelsrichtung. Und ich glaube, sie haben sowas gesagt wie Uniwasotofukubaji. Also das sind so die typischen, ja, Worte. Das bedeutet so viel wie, das Glück kommt nach Hause und die Teufel und die bösen Sachen gehen. Und dann haben alle irgendwie ganz viele Süßigkeiten bekommen und sie haben dann zu uns auch gesagt, ach ja, stellt euch auch an, bekommt auch was und stellt euch gerne nochmal an und nochmal. Und wir haben uns jetzt mal einmal angestellt, weil die Tüte eigentlich schon voll ist. Das ist mein Beutel mit all den Süßigkeiten und ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir alles bekommen haben und wir haben uns wirklich nur einmal angestellt. Da rollt noch eine Mandarine weg. Ja. Also wir haben erstmal 2 Mandarinen. Dann hier, das sind ein Haufen Mame, also Bohnen. Ich weiß gar nicht, was man damit macht. Wahrscheinlich müsste man damit noch dieses Bean Throwing machen, also ja, Bohnen werfen. Ja. Können wir jetzt vielleicht mal noch überlegen. Davon haben wir echt was viele. Ist das für... Ah, okay, das sieht einfach aus wie... Hä? Hä? Das sind, glaube ich, so, wahrscheinlich so Gummibärchen oder Kaugummibons oder so. Ja, auch. Sowas in Schlüsselform. Ja. Dann das hier ist wahrscheinlich so Jelly oder irgendwas... So Trinkbares oder so. Davon haben wir echt viele bekommen. Was ist das? Das hier auch. Vielleicht ist das hier Eis, das oder so? Ja, aber Eis? Nee. Also ich habe letzten Endes keine Ahnung. Also. Das sieht, also fühlt sich auch an wie Jelly. Dann noch ein bisschen Mini-Poo-Branded. Ganz viele kleine Bonbons. Und dann haben wir Umaibo bekommen. 2 mit Käse. Was ist das hier? Ebi-Mayonnaise. Warum nur so komische Geschmäcker? Ja, gratis. Salami. Nochmal Käse und nochmal Käse. Verdammt, das ist viel, ey. Und die hier, die sind auch ganz lecker. Das sind auch so kleine Cracker. Das hier auch. Die sind, die kenne ich nicht, aber die kenne ich, die finde ich lecker. Mal gucken, was haben wir hier noch? Ah, das ist irgendwas mit Schoko. Das darfst du essen. Okay. Hier und noch ein Umaibo mit Käse. Wahnsinn. Ja. In der 2. Februarwoche haben wir dann Familienbesuch bekommen und eigentlich dachte ich, oh ja, ich kann dann super viel so für den Monatsvlog filmen nebenbei, weil wir halt geplant haben, super viel unterwegs zu sein. Aber am Ende habe ich sage und schreibe 2 Aufnahmen am Meiji-Schrein gemacht. Okay. Und eine Aufnahme an der Rainbow Bridge. Okay, eigentlich habe ich noch ein ganzes extra Video gemacht, als wir beim TeamLab Planets waren. Das kommt demnächst wahrscheinlich auch noch online. Aber abseits davon habe ich wirklich einfach nur die Zeit, die wir mit der Familie hatten, genossen. Und ja, weder die Kamera noch das Handy wirklich viel ausgepackt, um irgendwie zu filmen oder so. Nachdem die Familie wieder weg war, war ich mit Liv vom Instagram-Account Thank You For Eating zusammen bei einem Vegan Afternoon Tea. Und ich habe dazu schon einen Short hochgeladen und oh mein Gott, das war so fancy.
sieht doch so schön aus mit den Schmetterlingen. Oh mein Gott. Du hast das auch noch nicht gegessen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das esse soll, ohne dass alles ausfällt. Das ist wahrscheinlich viel zu viel Zucker. Allgemein sind solche Afternoon-Tea-Events immer sehr, sehr fancy gemacht. Also das Essen ist schön hergerichtet, das Ambiente ist super toll, das Essen ist meistens auch sehr teuer. Und wenn das Ganze dann auch noch vegan ist, ist es natürlich meistens noch ein bisschen extra teuer. Wobei die normalen Afternoon Teas sind auch schon nicht ohne. Und ja, ich wollte schon immer mal zu so einem Afternoon Tea gehen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich das schon mache und es teuer ist, dann sollte es auch vegan sein. Und deswegen google ich auf weirde Art und Weise regelmäßig nach Vegan Afternoon Tea Tokio. Max und ich hatten uns vorgenommen, ein bisschen mehr in Museen zu gehen und wir haben nicht so viel gemacht, aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein Museum von unserer Liste abgehakt und das ist das Moody Art Museum. Oh, guck mal, in dem Schatten sieht man das da drüben, auch gerade jemand das aufnimmt. Ich finde dieses Museum allein schon so cool, weil es irgendwie im 53. Stock von einem Gebäude ist. Also wenn man drin ist, kriegt man nicht so viel davon mit. Aber draußen drumherum gibt es dann auch so ganz große Fenster, wo man rausgucken kann und eigentlich ziemlich schöne Aussichten hat. Die Ausstellung an sich fand ich super cool. Es war ein bisschen alternativer, moderner, fand ich, als ich es vielleicht erwartet hätte. Der Titel der Ausstellung war Roppongi Crossing 2022 und als wir jetzt da waren, waren halt Themen dabei wie Cross-Culture-Sachen, aber auch generell so wie Generation und Älterwerden, aber auch so Dinge wie Pandemie und was hat das mit uns gemacht oder auch wie könnte eine Zukunft aussehen. Es gab ein Projekt zum Thema Transgender, das fand ich super spannend, das mal so ein bisschen aus japanischer Sicht zu beleuchten. Und ja, es war einfach super erfrischend, da hinzugehen und wir haben so viele coole und witzige Sachen und Ausstellungsstücke gesehen. Stein. Steinparfait. Was kommt da für eine Rakete? Das finde ich tatsächlich enorm witzig. Ja, ne? Was kommt da? Diese Rakete muss ich echt gerne essen. Oh, guck mal, die hängen zusammen. Tokojet, Sushi will ich haben. Das ist eher ein bisschen diskomfortig. Davon habe ich aber gemerkt, dass ich so ein bisschen
eine kleine Gedankentief habe. Ich weiß nicht, wie man es nennen will. Ich will es nicht Krise nennen, weil es ist keine Krise, aber ich mache mir aktuell sehr viel Gedanken, was für Content möchte ich eigentlich machen und was für Content sehe ich so und was macht dieser Content mit mir, halt von anderen Leuten, ne? Und wie fühle ich dabei und was will ich halt auch beisteuern zu diesen Boostern, Dingen, die es im Internet gibt. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, ich mag das Wort Content und Content Creation nicht. Aber hey, damit bin ich halt auch nicht mehr wirklich unique, weil diese Feststellung haben halt auch schon super viele Leute gemacht und es ist ganz schwer, das in Worte zu fassen, aber ich habe einfach das Gefühl, dass irgendwie das Internet in komische Richtungen geht, die für mich nicht mehr so richtig passen und ich frage mich, ob ich einfach alt werde. Eine große Sache, die ich aber festgestellt habe, ist, ich glaube, ich möchte nicht mehr so viel Travel-Content machen. Die Vlogs in letzter Zeit haben mir Spaß gemacht, aber ich fühle mich beim Vloggen nicht mehr so wohl, wie ich das damals mit dem Auslandssemester getan habe. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass ich damals, sag ich mal, naiver war und nicht so mitbekommen habe, was um mich drumherum passiert oder es einfach mehr ausblenden konnte oder ausgeblendet habe. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich wirklich gute Vlogs machen wollen würde, müsste ich immer sehr viel mehr Dinge tun, die sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf mich ziehen würden, als mir lieb ist. Oder sehr viel mehr Leute stören, als mir lieb ist. Oder sehr viel mehr bedeuten, dass man irgendwo auf den perfekten Shot warten muss, den aber irgendwie schon gefühlt 50.000 andere Leute gemacht haben. Und I don't know. Ich weiß nicht. Es gibt einfach auch so viel Travel-Content da draußen, dass ich das Gefühl habe, alles, was man machen könnte, hat schon mal jemand anderes gemacht. Und das an sich ist nicht schlimm, aber es ist auch nicht meine Expertise. Reisen ist nicht meine Expertise. Also deswegen bin ich an einem Punkt, wo ich halt gemerkt habe, die Reisevlogs funktionieren nicht mehr so gut. Also die letzten Videos liefen einfach nicht gut. B, es fühlt sich nicht mehr gut für mich an. Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl, wenn ich die mache. Und C, sie halten mich von Videos ab, die ich eigentlich machen wollen würde. Also sowas wie, wie sind wir eigentlich an unsere Wohnung gekommen? So einfach dazu mal ein paar Einblicke zu geben. Eine Wohnungstour generell. Aber auch so Dinge wie ist es eigentlich, vegetarisch oder vegan in Japan unterwegs zu sein? Was kann ich da für Einblicke geben? Und auch einige andere Ideen, über die ich jetzt noch nicht so viel reden will, weil die entweder noch nicht reif genug sind oder ich sie einfach nicht preisgeben möchte. Aber das sind halt so Dinge, die stehen immer hinten an, weil ich denke so, hey, wenn wir zu Park XY gehen oder keine Ahnung zu welchem Event, dann kann ich ja auch ein Video davon machen und dann habe ich direkt Content und gleichzeitig denke ich mir so, warum mache ich das eigentlich? Und ja, das hat dazu geführt, dass ich einerseits weniger gefilmt habe, andererseits aber auch überhaupt gar keine Lust hatte, irgendwelche Videos zu bearbeiten und deswegen auch so Dinge wie diese Monatsvlogs jetzt auch sehr, sehr spät teilweise kommen oder generell ich immer sehr lange brauche, bis ich Videos bearbeitet habe, weil ich sie halt auch einfach nicht instant hochladen will. Ich weiß nicht, also oder halt auch gar nicht die Zeit dazu habe, weil ich ja noch so viele andere Videos habe und es ist einfach ein ganz großer Kauderwelsch und ja, ich dachte, das Monatsvlog-Format ist vielleicht auch für sowas da. Weil im Endeffekt läuft auch das Monatsvlog-Format nicht gut und ich weiß nicht, wie ich dieses Format interessanter gestalten kann. So, deswegen habt ihr jetzt hier so ein bisschen Gedanken wuscht. Die Spitze hatten diese ganzen Gedanken übrigens, als wir beim Pflaumenfest am Uchi Tenjin Kitano Jinja waren. Bevor ich irgendwas erzähle, zeige ich euch erstmal die schönen Aufnahmen, die ich davon gemacht habe. So wie wir den Monat angefangen haben, geht es auch weiter. Wir sind wieder auf dem Weg zu einem Matsuri. Dieses Mal ein bisschen zentraler an Tokio und zwar im Stadtteil Bunkyo und bei einem nicht ganz so kleinen Schrein wie der letzte bei uns in der Nachbarschaft. Und es geht zu einem Pflaumenfestival. Das heißt, also es wird diesmal wirklich frühlingshaft, hoffe ich. Und ich hoffe, es ist ein bisschen mehr los als bei dem kleinen Schrein bei uns sozusagen nebenan. Ich
Rede, will ich dazu sagen, ich habe auch nur über Tokyo Chipo von diesem Fest erfahren. Das heißt, es ist ein englischsprachiges Magazin, wo halt so steht, yeah, hier in Tokio sind diese Events, so geht da hin, bla bla. Das ist auch super toll, dass es das gibt, ich will das gar nicht kritisieren. Dieses Fest an sich ging über mehrere Wochen und wir waren halt da, als so der Höhepunkt war, wo halt auch so Vorführungen waren, die ihr eben in den Aufnahmen gesehen habt. Und das ist alles super toll. Das Ding ist nur, dieser Schrein ist super klein. Sehr viel kleiner, als ich erwartet hätte dafür, dass er auf einer englischsprachigen Webseite beworben wird. Und als wir da ankamen, habe ich sofort gemerkt, dass ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe. Und zwar lag es daran, weil literally fast nur Touristen dort waren. Und vor allen Dingen halt ausländische Touristen. Das ist per se nicht schlimm und ich will hier auch nicht gatekeepen, weil dann würde ich mich selbst gatekeepen. Denn ich war auch nur einer der Touristen, die eben online auf einer englischsprachigen Webseite vor allen Dingen davon erfahren haben. Was mich nur so schockiert hat, als wir da waren, war, dieses Fest ist eigentlich ein lokales Schreinfest und es ist nicht groß, dieses Schrein ist nicht groß, der Schrein ist nicht dafür gemacht, dass super viele Touristen hinkommen. Und das Gleichgewicht an Leute, die vielleicht Locals sind und Leute, die Touris sind, war einfach sehr unausgewogen. Und das hat sich einfach super falsch angefühlt. Und der Höhepunkt war, als die Leute, die zu dem Schrein gehört haben, halt eine Zeremonie anfangen wollten, haben sie sich aufgestellt, um in den Schrein zu gehen. Und oh mein Gott, alle haben die Kameras gezückt und gefühlt, wollten alle ganz vorne stehen, um unbedingt das beste Foto zu machen. Und ich dachte mir so, Leute, wovon? Was? Chillt mal ein bisschen, so es ist literally noch nichts passiert und teilweise standen Leute so da, haben ihr Handy einfach nur gehalten und gefilmt und gar nicht drauf geguckt, was sie da filmen und irgendwie, ich war so, was ist das? Das ist nicht mehr normal, da geht es nicht mehr darum, dass man irgendwie auch, sag ich mal, schöne Dinge aufnimmt, künstlerisch wertvolle Dinge aufnimmt, da geht es einfach nur darum, Content, 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 sicherlich nicht bei jedem, der da war, das will ich auch niemandem unterstellen, denn dann müsste ich mir das auch selbst unterstellen, aber es war einfach sehr overwhelming und danach habe ich mir halt nur noch mehr Gedanken gemacht, so wie möchte ich damit umgehen und wie möchte ich möglichst nicht dazu gehören, also zu dieser Masse an Leuten, die einfach nur irgendwas unternehmen, um Content rauszumachen. Vielleicht ist es das, ich will Dinge machen, weil ich sie toll finde und weil ich weiß, dass ich das irgendwie, mich das interessiert. Aber ich möchte auf keinen Fall Dinge machen, weil eben andere Leute das auf Social Media gesagt haben oder Website XY sagt, das sind die Dinge, die du unbedingt gemacht haben musst oder I don't know, es ist, ich will da nicht mehr so viel fremd beeinflusst sein, wenn das Sinn macht. Ich weiß nicht, ob ich das aktuell bin, aber es fühlt sich ein bisschen so an, aber nicht 100%. Ich weiß nicht. Ich teile einfach mal meine Gedanken an der Stelle mit euch. Es ist natürlich nicht so, dass alles schlecht ist und ich gar nichts mehr unternommen habe und gar nichts mehr gefilmt habe. Ich habe mich zum Beispiel mit Wanda vom Instagram-Account Wandering Japan getroffen und wir sind beide sehr große Teeliebhaber und deswegen haben wir direkt 2 Tee-Locations besucht an einem Tag. Die erste war in Nihonbashi, das war direkt an einer großen Straße mit einer ganz großen Fensterfront.
ich das jetzt auf mit deiner Hand, ja. Und da haben wir schon super lang gesessen und super viel gequatscht. Und dann sind wir noch in eine zweite Location weitergegangen. Die war in Oyama, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar in einem Gebäude, ich glaube im zweiten oder dritten Stock. Das war dann dadurch ein bisschen kleiner, aber auch ein bisschen exklusiver gefühlt. Da haben wir dann beide so eine Art Bento-Menü gegessen, wozu es, glaube ich, 2 oder 3 Tees dazu gab. Und das Beschwerdedicke. Kohli-Dose. Ich liebe ein Zipto. Und es war einfach so spannend, irgendwie zu sehen, wie die Leute den Tee zubereiten, was für Bewegungen sie machen und auch das Essen und wie der Tee dazu passt. Und ja, es waren sehr viele Eindrücke in der Richtung an dem Tag. Und der Tag mit Wanda an sich war auch super spaßig. Also wir haben wirklich lange geredet, sehr viel geredet und es hat auch wirklich gut. Also Wanda, falls du das siehst, wirklich immer gerne Wiederholungsbedarf. Und ein paar Tage später habe ich dann nochmal komplettes Kontrastprogramm gemacht und war mit Max beim Sunnygo Shibuya Event. Ich habe dazu schon ein kleines Short hochgeladen. Falls ihr es nicht gesehen habt, verlinke ich das mal an der Stelle. Prinzipiell war das ein Event, wo eine riesige, aufblasbare Sunny rumstand und daneben eine Luffy-Statue und man konnte Bilder mit den beiden zusammen machen. Und dann gab es noch so eine kleine Figurenausstellung. Am Ende gab es einen Flyer für das neue One Piece Fitnessstudio. Ist alles ein bisschen random, aber hey, war trotzdem ein sehr witziges Event. Ja, und das war dann eigentlich auch schon der Februar und im März habe ich fast gar nichts aufgenommen. Vor allen Dingen nichts Richtung Monatsvlog, wo ich irgendwie was erzähle, was rede. Wir haben trotzdem natürlich ein paar Sachen unternommen. Als ein bisschen die Sakura-Saison angefangen hat, waren wir bei der Midtown Blossom Lounge. Das ist wie ein kleiner Garten gewesen in der Nähe vom Midtown-Gebäude in Noppongi, wo eben beleuchtete Sakura waren. Und daneben haben sie so, ja, ganz viele Sitzmöglichkeiten aufgebaut und so und ganz viele Dekorationen und so, die so ein bisschen frühlingshaft sind. Und man konnte dort eben verschiedene Sachen zu essen und zu trinken kaufen. Und wir waren dort abends und es nieselt so ein bisschen, aber es ist Freitagabend und hier ist einfach niemand außer uns. Warum ist hier niemand? Das ist ein bisschen wild. Aber wir haben hier so ein nice Sakura Highball Getränk. Ich wollte Cocktail sagen, aber ein Highball ist kein Cocktail, oder? Und da ist mein freshes Date. Und der Heizpilz. Dein zweites freshes Date. Ja. Und wir haben auch so eine Decke hier bekommen, weil es doch ein bisschen kalt ist, aber an sich ist es trotzdem super nice hier. Keine Ahnung, warum hier niemand ist. Also wir waren noch so
eine Stunde vor Schluss da oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war schon ein bisschen witzig, weil der ganze Stuff war super so, ah, ihr wollt euch noch hier hinsetzen? Und wir so, ja. Und es hat so ein bisschen genieselt, aber irgendwie auch nicht. Und es war alles super witzig. Ich war ganz froh, dass wir das gemacht haben, weil während der Sakura-Saison hatten wir nicht so viel Zeit für Hanami, weil wir dann doch sehr viel zu tun hatten. Ich habe nur noch mal so ein paar Aufnahmen gemacht. Bei uns in der Nähe gibt es einen Fluss, wo so ganz viele Sakura beleuchtet sind. Ja, die Sakura-Saison war sehr regnerisch und an einem der regnerischen Tage habe ich so ein paar Moody-Aufnahmen gemacht. Das war aber dann gefühlt auch schon alles, weil ich, wie gesagt, zu der Zeit hatte ich einfach keine Lust zu filmen für richtige Videos und auch generell nicht. Ich habe eben schon angedeutet, wir waren ein bisschen beschäftigt während der Sakura-Saison. Das liegt daran, dass sich in der ganzen Jobsituation in diesen 2 Monaten einiges getan hat. Ich habe Mitte Februar einen Nebenjob in einem Café angefangen und habe dann vor allen Dingen im März auch super viel gearbeitet. Also teilweise echt fast ein bisschen zu viel für mein persönliches Gefühl. Und Max hat auch einen Job angefangen Mitte März und dadurch war einfach so viel auf einmal los, was es ging einfach auf einmal alles schneller, als wir gedacht haben. Und dadurch hatte ich halt dann auch zusätzlich zu all den Gedanken, die ich zum Thema Content Creation sowieso schon hatte, auch noch ganz viel FOMO, weil wir keine Zeit hatten, wirklich Sakura-Zeit zu genießen. Und ich so dachte so, oh mein Gott, alle machen ganz viele tolle Dinge zur Sakura-Zeit und ich arbeite. Aber ich dachte mir so, hey, das ist das, weswegen wir hier sind und das ist das, was wir machen wollten. Und ja, das muss ich mir, glaube ich, aktuell immer wieder ein bisschen mehr zurück in die Gedanken rufen, dass einfach wir nicht die Standardsachen machen wollten oder die Standardreisesachen machen wollten und alles gesehen haben müssen, was irgendwie irgendwelche Touristen- und Reisedinge sind. Und wenn andere das machen, ist das okay und das ist cool, aber ich muss das nicht machen. Aber Social Media macht aktuell einfach einen Haufen FOMO bei mir und ja, deswegen versuche ich da irgendwie aktuell ein bisschen besser mit umzugehen. As always, ein kleines Update zum Bankkonto. Dadurch, dass wir jetzt beide einen Job haben, konnten wir jeder unser Bankkonto freischalten und wir haben jetzt offiziell richtige Bankkonten. Aber das Ding ist, da das Abbuchen unserer Miete sowieso funktioniert, haben wir eigentlich kein Need mehr so richtig gehabt, das noch weiter zu upgraden, weil bisher mussten wir jetzt keine Überweisung groß machen. Also, I don't know, vielleicht sind wir einfach nochmal froh, dass wir jetzt ein freigeschaltetes Konto haben. Aber ich meine, man braucht die Freischaltung auch, um sein Gehalt zu bekommen. Das ist auf jeden Fall gut, aber jetzt so für Überweisungen oder sowas, I don't know. Aber hey, es ist jetzt alles safe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es einen April-Monats-Vlog geben wird, weil ich echt nicht weiß, wo dieses Format auch hinführen soll, wird, will, was auch immer. Wenn ihr Ideen habt für das Monatsvlog-Format, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn nicht, ist das auch voll okay. Schreibt gerne auch was anderes in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ich freue mich immer über Kommentare. Das zeigt mir auch, dass ihr wirklich Interesse daran habt, was hier so passiert, wenn ihr das denn habt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao!